Satiriker Thiel. Corona-Maßnahmen sind absolutistisch. Seit dem Lockdown im Frühling kann der Schweizer Satiriker Andreas Thiel, wie alle anderen Kunstschaffenden, seinen Beruf praktisch nicht mehr ausüben. Im Unterschied zur großen Mehrheit der Kunstschaffenden äußert sich Thiel jedoch sehr kritisch über die Corona-Politik des Bundesrates. In einem Interview mit dem Online-Portal Lind24 wurde er gefragt, weshalb er sich aktiv und öffentlich für die Bekämpfung der Corona-Maßnahmen einsetze. Thiels Antwort: Die Corona-Maßnahmen sind absolutistisch und ich lehne jede Form von Absolutismus ab. So wenig wie ich jemanden dazu zwingen würde, an Jesus zu glauben, möchte ich dazu gezwungen werden, an Weltuntergänge und Killerviren zu glauben. Auf die Frage, woher er die Informationen zu seiner Meinungsbildung beziehe und welche Quellen er nutze, antwortete Thiel: Ich konsultiere die offiziellen Statistiken des Bundes zu den Sterberaten und Grippewellen in den letzten 20 bis 30 Jahren und vergleiche sie mit den aktuellen Zahlen. Fazit: Im Westen nichts Neues. Zum Schluss noch eine Aussage von Thiel, die ebenfalls aus dem Interview stammt. Die Wahrheit muss Gegenstand von Debatten sein, damit sie lebendig bleibt, was auch immer sie ist. Die Definition der Wahrheit durch den Staat bedeutet deren Tod. Im letzteren Fall ist jeder ein Verschwörungstheoretiker, der nicht die von oben verordnete Wahrheit vertritt. Und in diese Sackgasse führte uns der Bundesrat, als er die von Anfang an sehr umstrittene These vom Killervirus per Notrecht zur offiziellen Wahrheit erhob.